Love Island nimmt langsam aber sicher Fahrt auf. In der gestrigen Folge der Flirtshow wurde es zwischenzeitlich ganz schön dramatisch, als die Kandidaten erfuhren, dass Lisa die Show angeblich verlässt, gab es einige Tränchen. Etwa auch von ihrem Ex, Flirt Dominik, und das, obwohl er sich in der jüngsten Paarungszeremonie gegen sie entschieden hatte. Kurz darauf mussten die Islander auch noch ein Couple nach Hause schicken, es traf Kinan und Selina. Die Fans dürfen sich freuen, heute Abend wird Love Island sogar noch ereignisreicher. Das geht aus einer Pressemitteilung des Senders RTL 2 hervor, in der heutigen Sendung werden nicht nur drei männliche Granaten die vom Rest der Gruppe separierte Lisa unterhalten, es werden zudem drei weibliche Granaten in die Villa einziehen. Und fest steht, die drei Neuen werden für mächtig Drama sorgen, denn Moderatorin Sylvie Mais, 43, bringt die Girls zu einer überraschenden Paarungszeremonie mit, wo sie frei zwischen den bereits vergebenen Jungs wählen dürfen. Promi Flash hat vorab Interviews mit den heißen Mädels geführt und stellt sie euch jetzt schon vor, die erste im Bunde ist Angelina aus Wien. Die hübsche 21-Jährige freut sich schon riesig auf das Flirtabenteuer und hat auch kein Problem damit, dass sie heute Abend vielleicht jemandem den Partner ausspannen muss. Wenn ich merke, dass beim Mann auch Interesse vorhanden ist, dann werde ich natürlich auf mich gucken und schauen, dass wir uns näher kennenlernen, stellt sie im Interview klar. Der nächste Neuzugang ist Jennifer aus Köln. Die sportliche Studentin kann es kaum erwarten, den Laden mal ein bisschen aufzumischen, wie sie im Promi-Flash-Interview betont. Genau wie Angelina würde sie nicht davor zurückschrecken, jemandem den Mann zu klauen, mit einer Ausnahme. Wenn ich sehe, dass die total heftig ineinander verliebt sind wie damals Anna und Mark, dann muss ich da auch nicht dazwischen funken, weil ich sehe, dass die einfach zusammenpassen. Zu guter Letzt will auch Franziska aus Hannover ein paar Männern den Kopf verdrehen. Die Beauty arbeitet als zahnmedizinische Fachangestellte und hat sich bei Love Island beworben, um mal etwas Aufregendes zu machen, was nicht normal ist. Weiter erklärt die 27-Jährige, einfach mal ein Abenteuer erleben, da hatte ich richtig Lust drauf. Love Island, heiße Flirts und wahre Liebe, immer montags bis freitags und sonntags um 22,15 Uhr bei RTL 2. Tipps für Promi Flash? Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.